Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir, der ersten regulären Bücherwoche nach der Sommerpause, und ich impliziere jetzt nur nicht die erste Augustwoche, sondern nehme das Wochenende 1. und 2. auch direkt mit, damit wir sozusagen vom Büchermonat, wo ihr das Video ja schon gesehen habt, im Grunde ja nahtlos sozusagen auch jetzt in die Bücherwoche weitergehen. Das heißt, ja, der Zeitraum ist nicht nur eine Woche, sondern eben auch noch ein zusätzliches Wochenende. Ja, dabei hat es sich um meine letzte Urlaubswoche gehandelt. Ich bin jetzt sozusagen schon wieder in Arbeit und habe aber die letzte Urlaubswoche noch sehr, sehr genossen. Es ist endlich so richtig Sommer gewesen mit über 30 Grad und es war herrlich. Wir waren noch richtig schön wandern, wir waren hier im Fichtelgebirge unterwegs. Ja, wir haben einfach mal die Gartenzeit genutzt, waren an einem See spazieren. Und ja, auch wenn ich schon sage, dass mir die Erholung, die mir ein Urlaub am Meer gibt, definitiv schon ein bisschen nachhaltiger ist und spürbarer, waren jetzt auch 3 Wochen mehr oder weniger zu Hause sehr, sehr schön. Vor allem waren sie halt relativ frei von Angst, die ich eben einfach wegen Corona hätte, irgendwie an den Strand zu liegen, in einem Restaurant zu sein und ähnlichem. Man geht hier eben nur ins Einkaufen oder ist mehr oder weniger draußen, oder selbst wenn man mal einen Bummel macht, ja, kann man natürlich schon auf Abstand gehen, aber ich bin da nach wie vor sehr vorsichtig und ja, bekomme tatsächlich jetzt eher so ein bisschen Angst wieder, wenn die Urlaubsrückkehrer zurückkommen, die dann eben auch an der Kasse oder ähnlichem neben mir stehen. Ja, ich bin sehr froh, dass weiterhin Homeoffice auch möglich ist, dass da meine Firma sehr flexibel ist und ja, schätze das wirklich sehr, dass ich zu Hause in meinen ja, 4 Wänden sozusagen sein kann. Und ja, also von daher, das ist ganz gut. Ja, ich war in der letzten Woche auch beim Friseur. Es ist aber nicht sehr viel weggekommen. Tatsächlich eher vorne nur ein bisschen die Spitzen. Nach hinten habe ich tatsächlich schon so, ja, 4-5 cm gelassen, weil es jetzt eben nicht mehr von vorne kürzer, nach hinten länger wurde, sondern so eher in eine Art Bob gegangen ist. Aber durch die Locken sieht man das gefühlt nicht. Ich merke nur, dass der Nacken ein bisschen freier ist. Dennoch geht immer noch ein Zopf, was ich im Sommer und gerade wenn es ein bisschen wärmer ist, ja, durchaus auch zu schätzen weiß. Es war auch ein bisschen merkwürdig, so eine Stunde 15 beim Friseur mit Maske zu sein. Und ja, aber ich fand es ganz schön, mich wieder mit meiner Friseurin mal so ein bisschen austauschen zu können. Ich war jetzt über ein Jahr nicht mehr beim Friseur, weil ich sie auch einfach wachsen lassen wollte. Aber es wurde jetzt eben einfach Zeit, dass ein bisschen ein Schnitt reinkommt. Sie hat mir auch so ein bisschen eine Stufe reingemacht, damit die Locken einfach ein bisschen besser halten. Und ja, ab einer gewissen Länge hängen die sich bei mir halt aus. Und ich finde aber dieses Lockige einfach nach wie vor, ja, fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl. Und ja, das war dann sozusagen ja, für die Arbeitsvorbereitung auch nochmal ein bisschen was Frisurtechnisches. Filmtechnisch haben wir Harry Potter 7.1 und 7.2 geschaut. Und ja, mein Kater kränkelt so ein bisschen. Allerdings auch schon das Ende Juli angefangen. Wir waren jetzt auch in der Tierklinik mit ihm. Da hat er einen Herzultraschall bekommen. Also ja, das reißt einen auch schon so ein bisschen aus der Entspannung raus, das muss ich sagen. Und irgendwie ist 2020 nicht das Jahr meiner Katzen. Ja, wer ja hier schon länger ist, der weiß, dass ich im Januar meine Sandy gehen lassen musste. Und auch wenn es jetzt bei Rambo nicht ganz so einen ernsten Eindruck macht, wird es halt schon so sein, dass einfach ja, er Herztabletten nehmen sollte, wäre er sich doch manchmal so ein bisschen verweigert. Es ist nicht einfach, einer Katze Tabletten zu geben. Und ja, wir müssen jetzt auch gucken, er hat einen Entzündungswert, der relativ hoch ist im Blut, was wahrscheinlich aber mit den Zähnen zusammenhängt. Aber man kann eine Katze eben wohl mit Herzproblemen auch nicht in Narkose stecken. Ja, ein Teufelskreis, wenn man so möchte. Aber es ist nicht einfach. Es nimmt mich auch definitiv schon so ein bisschen mit. Und hat die Urlaubserholung schon ein bisschen unterbrochen und ist natürlich jetzt auch was, wenn man in der Behandlung ist, wo man so ein bisschen auf jeden Fall auch dran sein muss. Also geht mit euren Tieren wie mit euch selbst auch zur Vorsorge und ja, das kann ich definitiv nur empfehlen. Auch wenn es in dem Fall gar nichts gebracht hat, dass wir einmal im Jahr mit unserem Katzen zum Tierarzt gehen, weil eben vor einem Dreivierteljahr oder letztes Jahr im September, Oktober, wie wir waren, noch alles in Ordnung war. Also ja, na, das ist wie bei uns Menschen, wenn man nur einmal im Jahr zum Arzt geht, dann ja,
Dann möchte ich noch kurz eine Ankündigung machen, ganz komisches Switch. Und zwar gibt es ein Gewinnspiel auf Instagram. Ihr findet mein Insta-Profil unten in der Infobox. Da gibt es ein Gewinnspiel zu meinem Buch der Bücher. Ich verlose ein Exemplar zusammen mit einem richtig schönen Lesezeichen, das der liebe Pero gemacht hat. Und ja, guckt euch bei Instagram um. Da habe ich ja, die Gewinnspielbedingungen und Ähnlichem alles verlinkt. Instagram findet ihr in der Infobox und ja, auch mein Büchlein natürlich immer unten in der Infobox. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt, glaube ich, fangen wir einfach mal mit den Büchern der Woche an. Das Wochenende sozusagen war begleitet von sommerlicher Lektüre. Das erste Buch, was ich im August beendet habe, beziehungsweise abgebrochen habe, war der erste Teil der Rocky Mountains Reihe von Virginia Fox, und zwar Rocky Mountain Yoga. Dann kam das neue Buch von Franziska Erhardt, Kakadu Sommer, direkt eingezogen, direkt gelesen, und ja, ist das Cover. Ist auch ein absolutes Träumchen. Dann schon die Woche vorher begonnen. Ich habe es im Monatsrückblick Juli schon erzählt. The Passengers von John Mars haben wir in der Leserunde zusammen gelesen und ja, haben wir dann in der Augustwoche auch beendet. Dann hatte ich so ein bisschen Lust auf Kurzgeschichten und habe zu meinem einzigen Subbuch von Adriana Popescu gegriffen, und zwar Liebe hoch 5. Hier finden sich 5 ja, Liebes Roman, Kurzgeschichten von verschiedenen Autorinnen wieder. Und als letztes dann beendet ist A Single Word von Ivy Andrews, der zweite Teil der Love-Reihe. Und wir stecken auch mitten noch sozusagen in Nevernight, dem ersten Teil von Jay Kristoff. Und ja, dazu dann wahrscheinlich aber erst in der nächsten Bücherwoche ein wenig mehr. Wir starten wie immer chronologisch mit Rocky Mountain Yoga, der Auftakt der Rocky Mountain Reihe von Virginia Fox, ein Buch, das ich leider abgebrochen habe. Ich habe dieses Hörbuch damals bei dieser Thalia-Aktion kurz nach dem Anfang von Corona mir besorgt. Da gab es alle Hörbücher oder gekennzeichnete Hörbücher zum halben Preis. Und ich fand diese Reihe so spannend, weil natürlich geht man in die Rocky Mountains, man kann die Teile unabhängig voneinander lesen. Und ich wollte aber mit dem ersten Teil anfangen, weil auch Yoga in meinem Leben eine große Rolle spielt. Und ich da eben auch einfach dachte, ja, dann startest du mit dem ersten Band, lernst vielleicht so, ja, das Grundgerüst des Städtchens kennen. Und dann kannst du dich ja zwischen den, es gibt ja glaube ich 24, 25 Teile, kannst du dir dann immer aussuchen, wonach dir irgendwo ist. Und da war ich auch sehr gespannt. Es gibt wohl aktuell jetzt jeden Monat ein Hörbuch, also die werden jetzt nach und nach auch vertont. Und ja, wir starten hier mit dem Yoga-Band, wenn man so möchte. Und es geht um Jazz, die ist Yogalehrerin und auch eine Hundefreundin, hat einen Hund, der Rambo heißt, also so wie mein Kater. Und ja, die möchte ein bisschen mehr Abwechslung in ihrem Leben haben und überlegt die ganze Zeit so ein bisschen, was sie da machen könnte. Doch ja, im nächsten Moment fliegen ihr wortwörtlich Kugeln um die Ohren. Ihr Ex-Freund ist hier wohl ja, mit nicht ganz rechten Dingen am Werk. Und so traut sie nicht der Polizei von Seattle, flüchtet zu ihrer Großmutter nach Independence, Colorado, und ja, lässt dort jetzt im Grunde ihren Ex-Freund und auch ihren Job und ja, alles irgendwie hinter sich und will dann neu anfangen. Sie nimmt aber ihren Pudel Rambo mit und ja, wir begleiten sie ein bisschen auf der Reise, auch beim Ankommen, lernen so ein bisschen auch die skurrilen Einwohner von Independence kennen, die ja doch recht sympathisch waren und einem auch sehr schnell so ein bisschen ans Herz wachsen. Doch wir begleiten sie jetzt nicht nur dabei, wie sie vielleicht aus dem alten Grundstück, dem alten Haus ihrer Großmutter ein Yoga-Studio macht, sondern es gibt auch einen sehr, sehr gut aussehenden Sheriff, der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht, und ja, das bandelt es sich so ein bisschen ab. Ich habe es nach knapp einem Drittel ungefähr abgebrochen. Die Sprecherin fand ich tatsächlich ganz gut, die mochte ich, die habe jetzt leider den Namen nicht notiert, aber die war eine Sprecherin, die ihren Job sehr gut gemacht hat. Daran lag es definitiv nicht. Mir hat auch der Anfang noch recht gut gefallen und ich wollte auch Jazz tatsächlich mögen, hatte aber sehr viele Probleme mit ihrer Art, sich artikulieren, zu denken, zu handeln. Es war irgendwie auch nicht nachvollziehbar, warum ich da flüchte und nicht zur Polizei gehe. Natürlich wäre die Geschichte dann zu Ende gewesen oder anders gelaufen. Ich fand auch, wie sie über ihren Ex-Freund sprach, das fand ich unter aller Kanone.
Vor allem, weil ich dann dachte, immer wieder und wieder und wieder und dann wurde es wieder wiederholt und das war irgendwann einfach viel, viel zu viel. Das Städtchen wurde ganz nett beschrieben, aber so die Story um Chaz, um die Flucht, ich fand es nicht sehr realistisch, ich fand es auch sehr konstruiert und ich mag auch einfach die Ausdrucksweise nicht, wie sie hier für Chaz ihre Ausdrücke verwendet wurden. Es war schon irgendwie locker, aber es war irgendwie nicht nach meinem Geschmack. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen schade, dass ich es abgebrochen habe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es einfach keinen Spaß beim Hören gebracht hat. Und dass ich eher dann eben eher zum Podcast gegriffen habe, eher zur Musik gehört habe. Das ist halt ähnlich wie bei Büchern, wenn man dann zu einem anderen greift. Einfach beim Hören auch der Fall, dass das nichts ist. Ja, deswegen auch gar nicht lange drum rumreden. Für mich ist der Stil der Autorin einfach nichts. Das finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil es ja viele begeisterte Leute gibt. Sonst gäbe es ja keine 4 oder 25 Bände. Meins ist es nicht. Ich habe auch lustigerweise mit einer sehr lieben Freundin, viele Grüße an dich, Anita, gesprochen, die sich das super gerne also durchliest, die in diese Geschichten versinkt, die auch sagt, da muss ich nicht nachdenken, das ist leicht und locker. Und es ist Geschmäcker sind verschieden und es ist auch gut so. Ne? Es muss nicht jedem alles gefallen und meins war es halt leider nicht. Dafür ganz anders, der Kakadu-Sommer von Franziska Erhardt und das war definitiv ein Highlight für mich. Ich habe schon einige Bücher der Autorin gelesen, unter anderem eben auch diese Sommerreihe. Da gibt es ja auch einen Flamingo-Sommer und einen Kolibri-Sommer, war glaube ich letztes Jahr. Dann habe ich auch diese eine Sache mit Paris gelesen. Dann gab es ja jetzt auch diese Reihe, die in England spielte mit den Büchern und den Blumen und den Törtchen und ich mag ihren Stil unglaublich gerne. Ich hatte immer so ein bisschen Kritikpunkte, was ich auch gar nicht schlimm finde. Ich finde auch ein Highlight-Buch kann durchaus ein bisschen Kritik vertragen und war aber hier wieder angefixt natürlich vom Cover, von dem, dass wir hier an einen bekannten Ort reisen und wir lernen jetzt hier im Kakadu-Sommer Ines kennen. Die scheint so in ihrem Leben ein bisschen festzustehen. Sie ist schon sehr, sehr lange mit Frederik zusammen, der so ein bisschen auch der Ziehsohn des Vaters war, weil das der Sohn von einem sehr guten Freund von ihm war. Und sie sollen wohl jetzt dann auch bald heiraten. Das hat der Vater auch so gefühlt ein bisschen beschlossen. Und dann sollen beide das Unternehmen im Grunde der Familie übernehmen. Und doch irgendwie fühlt sich das für ihn jetzt nicht also richtig an, so ein bisschen eingefroren und festgefahren und sie wäre gern ein bisschen lockerer und leichter und romantischer und hätte irgendwie noch mal gern ein Abenteuer. Und so fährt sie zum Campingclub Bonnier, den wir eben aus den beiden anderen Sommerreihen sozusagen kennen, um dort eine Auszeit zu nehmen, die ganze Sommersaison hindurch und dort als Aushilfe in der Küche und überall anders zu arbeiten. Dort entdeckt sie dann eine ganz neue Seite an sich und auch ihre Beziehungen zu Freundschaften überdenkt sie. Mit Frederik ist sie im Austausch, auch ein bisschen mit sich selbst, natürlich auf der Suche, was will sie, wie will sie ihr Leben gestalten. Und sie merkt dann eben auch, dass der Musiker Mattes so ein bisschen ihr Herz zum Flattern bringt und steht dann im Grunde auch so ein bisschen vor den Überlegungen, werfe ich jetzt alles über Bord, wie soll mein Leben aussehen und kann das Leben nicht auch mit dem eigentlichen vorhergehenden Leben etwas Besonderes sein. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich liebe den Stil von Franziska Erhardt und man merkt, dass sie sich manche Kritik durchaus auch so ein bisschen ans Herz genommen hat. Wir haben danach auch ein bisschen über Instagram geschrieben und da hat sie dann auch schon gesagt, ich habe über irgendeine Protagonistin mal gesagt, die war so jammerig und dass ich das ganz anstrengend fand und das kam wohl vielleicht auch öfter mal und das hat sie hier tatsächlich überhaupt nicht. Ines ist eine tolle Frau, eine tolle Protagonistin, die genau weiß eigentlich, wo sie im Leben steht, aber eben auch einfach mal so eine unsichere Zeit hat, wo man sich dann doch immer fragt, kann es jetzt das alles schon gewesen sein? Was wartet im Leben noch auf mich? Es war toll. Es war super sommerlich. Man hatte wirklich ein leichtes Feeling, locker. Aber die Geschichte ist auch sehr tiefgründig und die Entwicklung, die Charaktere gehen, nicht nur Ines, sondern auch Frederik, ist glaubhaft und es ist toll gezeichnet. Also es macht wirklich Spaß, diese Monate an diesem Club mitzuerleben, diese Freundschaften zu sehen, wie da auch das Team zusammenwächst, zusammenarbeitet, wie auch das alte Leben von Ines im Grunde durch, dass wir da eben auch Frederik immer mal am Telefon und so haben, dass wir das erfahren. Wir treffen auch viele bekannte Gesichter, die wir aus den vorangegangenen Büchern schon kennen, aber man kann es wirklich unabhängig lesen. Man muss diese Vorgeschichten nicht kennen, um der Geschichte von Ines im Kakadu-Sommer im Grunde zu folgen. Das Ende ist tatsächlich so, wie ich es erhofft hatte, wo ich aber meine Zweifel hatte, ob es so wird. Ich hatte wirklich große Befürchtungen, dass die Geschichte anders endet, dass
hätte ich vielleicht auch irgendwie erwartet. Ich bin sehr froh, dass es nicht so gekommen ist. Ich möchte gar nicht spoilern, ich bin mit dem Ende aber super zufrieden. Es ist für mich realistisch, authentisch und ab einem gewissen Punkt im Leben tatsächlich wahrscheinlicher, dass es so passiert, als wie ich es vielleicht befürchtet hätte. Und das Schöne ist auch eben einfach, dass man neben dem Leben von Ines eben auch sieht, dass auch Freundschaften uns zum Wachsen bringen und das eben auch ein großes Thema ist, dass eben es nicht nur um Liebe geht im Leben, sondern eben auch um tiefe Freundschaften. Und ich bin super begeistert, ich habe das ratzfatz weggelesen und ich würde mich wirklich freuen, noch mehr von diesem Campingclub sozusagen zu erleben und zu lesen und noch weitere Charaktere zu begleiten. Und ja, wie wir, Franziska und ich, uns ausgetauscht haben bei Instagram, ja, da hat sie dann auch schon gesagt, es war für sie auch gerade in dieser Corona-Zeit natürlich ein wunderbarer Ort, um dahin zu fliehen und das alles andere so hinter sich zu lassen. Und da spürt man dieser Geschichte an. Also diese Leichtigkeit trotz der tiefgründigen Geschichte, das ist wirklich eine besondere Mischung, die ich sehr, sehr gelungen finde. Und ja, ich liebe die Sommerreihe. Ich finde den Stil von Franziska wirklich mit jedem Buch besser und daher hier auch wirklich ein Highlight, an dem ich nichts zu meckern habe und das mir einfach großen, großen Spaß gemacht hat. Ja, das nächste Highlight sozusagen ist dann The Passengers von John Mars. Das habe ich zusammen mit der lieben Claudia, Sibi und Maike von den Bookfriends gelesen. Ich packe ihre Kanäle unten in die Infobox. Schaut da auch gerne mal mit vorbei. Und wir hatten einen sehr, sehr regen Austausch und auch mit vielen Gedankengängen zur Geschichte. Im letzten Jahr war ja bereits The One ein absolutes Highlight von mir. Das hatte ich ja als Hörbuch gehört. Und war total überrascht, was John Mars hier im Grunde für Wendungen und Ideen und Gedanken dazu gebracht hat mit diesem DNA-Match, wenn man so möchte. Und ja, hier bei The Passengers geht es im Grunde um autonomes Autofahren und ja, dass die Autos hier im Grunde in dieser nahen Zukunftsversion ja, alleine durch die Straßen fahren, ja, die Leute im Grunde zwar noch drin sitzen und ihr Ziel festlegen können, aber sich dann eigentlich entspannt zurücklegen können. Wir haben hier auch eine Kommission, die im Grunde, wenn denn mal Unfälle passieren, was sehr unwahrscheinlich ist und meistens sind da Fußgänger involviert, die das im Grunde überprüft. Und dort treffen wir eben auch auf Libby, die in diese Kommission einberufen wurde, ist wahrscheinlich ähnlich dem Geschworenengericht in den USA. Wir sind hier übrigens in England, in London, wenn ich mich gar nicht recht täusche. Und ja, als sie in dieser Kommission einberufen wird, dauert es nicht lange, dann übernimmt ein Hacker 8 Autos. Und alle Insassen werden darüber informiert, dass ihr Auto jetzt übernommen wurde, dass das Ziel geändert wurde und dass sie in 2,5 Stunden wohl tot sein werden. Und ja, innerhalb dieser Zeit nimmt der Hacker eben auch mit der Kommission Kontakt auf und hackt noch einige andere Dinge als die Autos. Unter anderem auch so die ein oder anderen Geheimnisse der ja, Passagiere, der Menschen im Auto, aber auch die in der Kommission sitzen. Und die sollen jetzt eben entscheiden, wer überlebt und wer nicht. Und wir haben nicht nur eine Kommission, sondern natürlich auch Social Media ist dabei. Denn wenn ein Hacker etwas möchte, dann ist es in der Regel auch Aufmerksamkeit. Und ja, wie und was und was hier so passiert, das müsst ihr einfach selbst lesen. Und ja, das müsst ihr tatsächlich selbst lesen. Ich möchte eine kleine Warnung eingeben und zwar wird hier doch The One sehr gespoilert. Es gibt 3 oder 4 Passagen, wo auf The One Bezug genommen wird. Bei manchen würde ich noch sagen, okay, das fand ich jetzt nicht schlimm, dass es so ein bisschen in dieser Welt spielt, aber es gibt definitiv auch Spoiler. Also wenn ihr vorhabt, The One noch zu lesen, dann solltet ihr das auf jeden Fall zuerst tun. Wenn ihr sagt, The One interessiert euch nicht, dann könnt ihr das lesen. Dann bekommt ihr zwar trotzdem das Ende von The One im Grunde irgendwie erzählt, könnt am Ende damit aber dann gar nicht wahrscheinlich so viel anfangen, weil ihr euch mit The One vielleicht gar nicht beschäftigt habt. In der Geschichte geht es nicht nur um die nahe Zukunft und um ja, dieses autonome Fahren, sondern es stellen sich unglaublich viele ja, moralische und ethische Fragen. Und die haben mich und auch uns sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Also wir haben sehr über die Moral gesprochen, über dieses Social Media, über das Teilen von Dingen, was man alles von sich preisgibt, was alles über einen im Grunde auch gefunden werden kann. Das geht natürlich in dem Fall noch weiter mit verschiedensten anderen Dingen, die gekoppelt sind in dem Auto, wo der Passant im Grunde drin sitzt und oder der Passagier und ja gefahren wird. Uns hat das sehr, sehr zum Nachdenken angeregt und für mich ist das ein totaler Page-Turner gewesen. Also wäre ich nicht in der Lesegruppe gewesen, ich hätte das Buch wahrscheinlich an 2 Tagen oder in einer langen Nacht
weggesuchtet, weil John Mars unglaublich schnell erzählt. Also es geht rasend. Man hat bereits in den ersten 100 Seiten, unserem ersten Leseabschnitt, ist so viel passiert, wo wir wirklich dachten, es kann gar nicht sein. Uns sind die Charakter nahegebracht worden, es sind schon Wendungen vorgenommen worden, es sind Ereignisse geschehen, wir hatten schon zig Geheimnisse, die uns erzählt wurden, die irgendwie für unsere Aufmerksamkeit sorgten. Wir haben echt gedacht, wie macht er das? Auf 100 Seiten schon so viel erzählt und auch mit wenigen Seiten pro Passagier hat er uns Dinge erzählt und zum Nachdenken gebracht. Das war wirklich der Irre. Für mich ist dieses Buch im Grunde nicht nur ein Roman, für mich ist das ein Horror-Science-Fiction-Buch. Also ich fand es wirklich gruselig. Ich brauche keine Clowns, ich brauche keine Zombies und auch keinen Freddy Krueger. Für mich sind autonome Autos schon der absolute Horror. Das muss ich echt sagen, wie ich das gelesen habe. Ich möchte nicht in so ein Auto einsteigen. Ich möchte bitte die Kontrolle über mein Auto behalten. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich der perfekteste Autofahrer bin. Wahrscheinlich ist die KI, also die künstliche Intelligenz, viel besser wie ich. Aber ich möchte es irgendwie kontrollieren können und möchte dann für die Entscheidung auch irgendwie zur Verantwortung gezogen werden, wenn es denn eine falsche war. Ich fand das eine Horrorvorstellung. Also, oh, es ist, wenn ich auch jetzt danach noch drüber nachdenke, bei uns hier in der Region sollen jetzt demnächst Busse autonom fahren. Ich bin jetzt schon kein Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich glaube, dann ist es zur gänzlich vorbei. Neben dem Horror haben wir definitiv Science-Fiction-Aspekte. Wir haben auch sehr viel Schubladendenken, auch wo wir uns selbst wieder erkannt haben. Und auch wie der Pöbel draußen sozusagen reagiert, der Mob, wenn man so möchte. Dass man wirklich sagt, so ein bisschen auch wie Trash-TV. Man muss irgendwie hingucken, es ist wie ein Unfall. Und man will am Ende auch mitreden. Es gibt ja auch Einspielungen von Facebook-Umfragen, von Tweets. Wie reagiert das Land im Grunde darauf, die Menschen, wie sind da die Sympathien auf die Passagiere? Also es war wirklich irre, auch der Blutdurst, den diese Massen haben. Und das fand ich auch sehr erschreckend, weil ich glaube, dass das gar nicht weit weg ist. Und man muss sich da tatsächlich auch an die eigene Nase fassen, an mancher Stelle. Und ich finde, es hat nochmal sehr, sehr wach gerüttelt. Also tatsächlich hat man nach diesem Buch auch keine Lust eigentlich mehr Facebook aufzumachen oder Instagram oder wir sitzen hier auch alle bei YouTube. Es ist schon... Es war packend, spannend, es war mitreißend, es gab Wendungen, die ich total irre und grandios fand. Es wirkte, und das muss ich tatsächlich so als klitzekleinen Kritikpunkt geben, ein wenig konstruiert. Und ich fand auch, dass am Ende wollte John Mars wahrscheinlich einfach zu viel. Dennoch für mich ein Highlight, auch tatsächlich wahrscheinlich ein Lebenshighlight, weil das ein Thema ist, was ganz viel in mir gemacht hat, mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Ich mir auch noch ein Buch über Gerechtigkeit, das war eine Empfehlung von der lieben Sibi, gekauft habe. Das habe ich euch in den Neuzugängen schon gezeigt. Und ich das unbedingt dann auch lesen und verarbeiten und auch nachdenken darüber möchte. Ich fand's Hammer. Also ich fand's wirklich grandios. Ich fand's irre und bin tatsächlich sehr, sehr angetan davon. Und kann's nur empfehlen. Also für mich wirklich ein Buch, wenn man Science Fiction mag, wenn man sich gerade auch über dieses autonome KIs irgendwie immer mal Gedanken macht und will da mal so ein Horrorszenario, dann bekommt man das definitiv hier. Also es ist, glaube ich, auch nichts für leichte Gemüter. Man muss auch einfach mal nachdenken wollen, tatsächlich. Also es ist nichts, was wahrscheinlich an den meisten Menschen irgendwie mit so einem vorbeigeht. Also großes Bücherkino hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr happy, dass der John Mars jetzt auch in meinem Regal schon steht. Während ja The One, da warte ich ja noch drauf, dass ich das als echtes Buch sozusagen mal irgendwo günstig ergattere. Dann hatte ich Lust auf, auch schon parallel, auf etwas Leichteres. Und so habe ich zu meinem einzigen Subbuch von Adriana Popescu gegriffen, und zwar Liebe hoch 5. Unter anderem eben von Adriana Popescu. Es gibt 5 Geschichten, auch von Katrin Koppold, Yvonne Keller, Caitlin Faith und Nicola Hotel. Und es sind tatsächlich eben 5 Kurzliebesgeschichten. Ja, es ist eine Sammlung von 5 Kurzliebesgeschichten von den Autorinnen, die alle gefühlt unterschiedlicher nicht sein können. Ich bin ein großer Fan von Adriana Popescu. Ich habe auch schon
ein oder zwei Bücher von Katrin Koppold gelesen und von Nicola Hotel ist ja jetzt auch dieses It Was Always You. Von daher doch Autorinnen, die man vom Namen und eben von der einen oder anderen Geschichte auch durchaus kennt. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Geschichten, von leicht bis locker. Auch sprachlich kann es durchaus ein bisschen unterschiedlicher sein, ein bisschen moderner, ein bisschen bildhafter, ein bisschen ausschweifender. Wir haben hier eben die Lockerheit, wir haben so ein paar Flirtmomente, wir haben aber auch prickelnde und auch ein wenig übernatürlichere Geschichten, beziehungsweise eine Geschichte. Und diese Mischung hat mir tatsächlich gut gefallen. Es gab Geschichten, die mir ein bisschen mehr gefallen haben, manche, die ich okay fand. Insgesamt würde ich jetzt sagen, für zwischendurch ist das eine schöne Sammlung, wo man vielleicht auch einfach im Urlaub sagt, jeden Tag mal eine und holt sich da so ein bisschen Sommerstimmung oder ja, Liebesstimmung nach Hause. Denn die Geschichten sind tatsächlich, glaube ich, gar nicht alle sommerlich gewesen. Die von Adriana war definitiv winterlicher und ich glaube auch bei... Ich glaube, Kate bei Yvonne Keller. Ach, ich weiß nicht mehr. Was, glaube ich, auch ein bisschen nicht ganz so sommerlich. Ja, Adriana hat direkt auch am Weihnachtsabend mitgespielt. Von daher, da hatte man dann auch erstmal eine kleine Abkühlung. Es passte für mich jetzt nicht so ganz, glaube ich, in das Sommerfeeling, aber hat mich jetzt tatsächlich auch nicht gestört. Ich bin kein Jahreszeitenleser, der jetzt sagt, im Sommer nur Leichtes, im Herbst Thriller und im Winter High Fantasy. Das gibt es ja bei mir nicht. Von daher war das jetzt wirklich schön. Es war okay. Es ist jetzt nicht das absolute Highlight. Ich tue mir, glaube ich, auch einfach immer noch nach wie vor immer mal mit Kurzgeschichten ein bisschen schwerer. Aber es war jetzt schön, die gelesen zu haben und es war auf jeden Fall gut. Und kann ich empfehlen, wer eben zwischendurch eben auch mal gerne was Leichtes liest und daran eben auch einfach seinen Spaß hat. Und das letzte komplett gelesene Buch dann in der Woche, bitte nicht vergessen, dass es 7 Tage waren und ich Urlaub hatte und dementsprechend auch Zeit zum Lesen hatte, ist dann A Single World von Ivy Andrews. Das ist der zweite Band der Love-Reihe. Der erste Teil hat A Single Night, hatte mir ja sehr, sehr gut gefallen, vor allem überraschenderweise. Da packe ich euch vielleicht auch einfach mal die Bücherwoche dazu unten in die Infobox, schaut da auch gerne mal rein. Ja, die Buchstaben Love, weswegen die Love-Reihe so heißt, ergibt sich aus den Vornamen der Protagonistinnen. Wir haben jetzt ja Libby im ersten Teil schon kennengelernt, im zweiten Teil treffen wir auf Roxana, im dritten Teil geht es weiter mit Val und im vierten Teil dann auch mit Ella. Die Geschichten können unabhängig voneinander gelesen werden, es ist eben auch wieder eher so eine Reihe, als eine Reihe. Und wir sind hier eben wieder in England auf der Modeschule, wie wir das aus dem ersten Teil schon kennen. Und wir treffen hier eben auf Oksana, dann auch liebenswürdig Oxy genannt, die bereits in Paris bei einem namhaften Modedesigner gearbeitet hat und sich aber jetzt hier für das Semester doch noch entschieden hat, im Grunde hier noch weiter zu studieren und einfach mal so ein bisschen tiefer in die Materie wieder einzugehen. Sie zieht eben zusammen mit den drei anderen Mädels, Libby, Ella und Val, in diese WG, die wir eben auch aus dem ersten Teil schon kennen. Und dort trifft sie dann nicht nur wunderbare Freundinnen, ein Leben, wie sie es vorher gar nicht kannte, dadurch, dass sich in ihrer Familie auch sehr viel zerstritten hat. Sie trifft dann auch irgendwann auf den Bruder von Ella, auf Henry. Und der ist natürlich ein ganzer französischer Schambolzen, wie er gefühlt im Buche steht. Es gibt auch eine Warnung von Ella, dass er eben Frauen ausnutzt und sie sich bitte nicht das Herz brechen lassen sollen. Und daran möchte sich eigentlich Oxy auch halten, aber es knistert dann doch ein bisschen zwischen den beiden. Doch Henry hat eine sehr düstere Vergangenheit mit einem Geschehnis in Paris vor einigen Jahren und muss da im Grunde so ein bisschen darauf achten, dass er die Abgründe nicht auftut, beziehungsweise möchte er auch niemanden auf diese Seite seines Lebens mitnehmen. Und dass das natürlich nicht ganz so einfach ist, dass eben auch dieser ganze Schulstress so mit dabei ist, die Freundschaft wichtig ist, der 4 Mädels, aber natürlich auch die Nebengeschichten, merken wir in diesem Band. Zuerst muss ich tatsächlich sagen, dass ich es sehr schade fand, dass die Geschichte im Grunde nochmal erzählt wird. Also wir starten am gleichen Anfangspunkt, wie im Grunde auch der erste Teil begonnen hat, mit dem Zusammenzug der 4 Mädels in die WG. Und dann läuft die Geschichte im Grunde parallel zur Geschichte von Libby und Jasper aus dem ersten Teil. Das kann man jetzt irgendwie gut finden und ist vielleicht auch realistischer, als wenn man eine Geschichte immer weiterspinnt, insbesondere wenn die erste Geschichte ja auch einen relativ langen Zeitraum hatte.
Ich finde es aber schade, weil man viele Dinge schon weiß. Also es gibt zum Beispiel zu Halloween einen Contest, da wissen wir natürlich schon, wer gewinnt. Wenn die Mädels was zusammen unternehmen, wissen wir das im Grunde irgendwie ja auch schon. Wenn eine von denen auf Reisen geht, ihre Ferien wo verbringt, oder wir wussten von Libby, dass Oxy im Grunde Weihnachten mit Ella verbracht hat. Das heißt, hier sind wir jetzt zwar an dieser Weihnachtsfeier und in diesem Weihnachtsurlaub dabei, aber wir wussten, dass es passiert. Das ist manchmal tatsächlich ein bisschen unschön, wie ich fand. Also ich fand es ein bisschen langweilig dadurch, weil man einfach schon wusste, was passierte und es einfach dann doch zu wenig Eigenständiges für Oxy gab, was da irgendwie so ein bisschen Spannung reingebracht hat. Der Stil von Amy Andrews gefällt mir nach wie vor gut. Ich finde, dass sie es ganz toll schafft, Dialoge zu schaffen, wie die Leute miteinander sprechen, auch ihre Denkweisen. Ich fand es toll, dass wir auch wieder zwei Perspektiven hatten, die von Oxy und auch von Henry, wie wir es aus dem ersten Teil schon kennen. Für mich unterscheiden sich die beiden Perspektiven zu wenig. Das war auch mein Kritikpunkt schon in der ersten Geschichte, dass man nie wirklich anhand des Denkens, Redens merkt, bin ich jetzt der eine oder die andere oder ne? Das ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Nichtsdestotrotz ist es eine schöne Geschichte. Es macht Spaß, dahin zurückzukehren, dieses Modethema um sich zu haben, auch wenn das hier ein bisschen weniger ist. Ich fand es hier toll, dass wir auch in Paris waren, dass wir in Frankreich waren, dass wir da so ein bisschen einfach die andere Modeseite auch kennengelernt haben, dass so die Freundschaft sich ein bisschen verfestigt hat. Dennoch finde ich es tatsächlich sehr, sehr schade, dass wir einfach die gleiche Geschichte wieder erleben. Und für mich war auch Henry nicht ganz nachvollziehbar. Für den scheinbar doch andere Regeln gelten als für Freunde oder Freundinnen, was ich ein bisschen schade fand. Während er einem guten Freund zu einer Therapie rät, zieht er sich immer weiter in ein Schneckenhaus zurück, lässt sich da gefühlt auch nicht rausziehen. Und man denkt sich so, du weißt doch eigentlich, dass es anders geht, ne? Und ich finde auch, dass dieses Verliebtsein, diese Liebesgeschichte, dass die so aus dem Nichts kam und dann auch Enttäuschungen aus dem Nichts kamen und dann drehte sich das wieder von vorne. Und ich dachte mir immer, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Wo ist eigentlich das Problem, beziehungsweise wo kommt es jetzt doch wieder her, dass man kein Problem hat? Ja, es war nicht ganz rund für mich, was ich sehr schade fand, dadurch, dass mir der erste Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Dennoch interessiert mich die Geschichte von Val sehr. Und es war eine schöne Geschichte. Es war ein gutes Buch, allerdings nicht so überzeugend wie Band 1 war. Dennoch bekommt die Autorin bei Vals Geschichte im dritten Band auf jeden Fall noch eine Chance von mir. Und ich bin sehr gespannt, ob die Geschichte dann auch wieder so parallel erzählt wird oder ob es mal auch irgendwie weitergeht oder wo es dann irgendwie ansetzt. Und lass mich da dann auch einfach überraschen. Und dann ein Buch, was zu einem Highlight hinläuft, ist definitiv Nevernight. Zusammen mit der lieben Becky höre ich Nevernight von Jay Kristoff, Band 1. Ich bin geflasht. Ich bin sehr begeistert. Ich bin sehr angetan von dieser High-Fantasy-Welt, die uns wirklich sehr, sehr in den Bann zieht. Wir haben es ganz bewusst, weil es ein relativ langes Hörbuch auch ist, auf 2 Wochen aufgeteilt. Und dementsprechend hören wir jetzt aktuell auch noch und ich möchte da, denke ich, dann meine abschließenden Worte definitiv auch erst geben, wenn ich den Auftakt beendet habe. Und ich kann aber schon so viel sagen, der zweite Band ist nicht fern. Wollen wir es mal so ausdrücken. Und ich glaube, das war's so mit den Büchern der Woche. Ist ja auch genug gewesen. Harry Potter 7.1 und 7.2 wurden angesehen, nachdem ich ja auch den 7. Band dann im Juli beendet hatte. Und auch hier gilt, sobald man im Grunde die DVD aus dem Player rausnimmt, denkt man sich, ach, man könnte eigentlich direkt wieder anfangen. Es ist für mich einfach eine großartige Welt, gehört einfach so zu meinen Highlights schlechthin, also zu den Top 5 Geschichten sozusagen. Und steht da wirklich so gefühlt mit Herr der Ringe oder Mittelerde auf Platz 1. Und es ist einfach Hammer. Man merkt, das muss man den Verfilmungen definitiv schon lassen, so ab Band 3, 4 oder Verfilmung 3, 4, dass es ein bisschen schwächelt. Also es wird unfassbar viel nicht erklärt, was ich aber unglaublich wichtig finde. Auch, dass das Ende so verändert wurde, finde ich so schade. Ich finde das Ende von Harry Potter in den Büchern so perfekt. Und ich weiß nicht, warum man es in den Filmen anders gemacht hat. Weil es hätte auch nicht länger gedauert. Oder
Ja, zudem auch einfach, dass wenig erklärt wird. Und ja, jetzt hat der siebte Band schon 2 Filme bekommen. Das Problem ist aber, dass manche Dinge auch schon viel früher gar nicht angerissen wurden, sodass man das jetzt gar nicht auflösen konnte. Dementsprechend, ich weiß nicht recht, ob man nur als Bücherleser sozusagen so ein bisschen da ein Auge drauf hat. Aber ich glaube, dass man sich als reiner Filmschauer auch ein bisschen schwerer tut. Ich weiß es ja auch daher, dass ich ja doch auch schon mit Nichtlesern die Filme geguckt habe und was da so für Fragen aufgetaucht sind. Und ich denke mir, na, das ist doch ganz klar, das ist so und so. Und dann erklärst du es, dann wirst du angeguckt und woher weißt du das? Und dann denkst du dir, ja, weil ich die Bücher gelesen habe. Also, ja, also es sind tolle Filme, aber keine wirklich gelungenen Buchverfilmungen. Also es sind okay Buchverfilmungen. Also ich wünschte mir ein bisschen mehr. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich wünschte mir, dass manches einfach aufgelöster wurde. Und ich finde es so schade, dass das Ende verändert wurde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ihr Bücher und Filme kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Ja, ich glaube, es gibt gar nichts weiter zu erzählen, außer nochmal den Hinweis auf Instagram und das Gewinnspiel für das Büchlein hier oben. Es ist natürlich nicht das ist ja meine Ausgabe, es ist natürlich noch eine eingeschweißte Ausgabe. Und ja, bin auch sehr happy, dass das Buch so gut bei euch ankommt. Und ja, freue mich jetzt auch eins zu verlosen. Und ja, es waren die Bücher, war Film, serientechnisch gab es nichts. Nein, ich glaube, ich habe sonst nichts vergessen. Ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, freue mich auf die nächsten Videos, die da kommen. Alle Infos unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.